Servus und herzlich willkommen zur zweiten Folge auf der Untergrüßbach. Heute wird es zum Spritzen und das Filmteam ist mit dabei. Und jetzt möchte ich gleich was Neues zeigen. Jetzt machen wir da mal auf. So, wie versprochen, frisch. Vom eigenen PC. Der Umbau vom Königstiger. Ich habe jetzt da einen 300er Lipferdeck und eine Holderspritzen. Und mit dem Gespann, der wir heute die zwei Wurzfeder spritzen. Jetzt schauen wir es uns einmal an. Und zwar habe ich da im Endeffekt bei der Spritze nur die Holder-Tafel selber drauf gemacht. Die Spritze so gibt es zum Download auf Mothoster. Ich habe da hinten das 25er Tafel und das Dreieck dran lassen zum Beweis, dass ich ihn selber umbaut habe, den Mot, und nicht irgendwo von anderen. Da sieht man jetzt auch, ein kleiner Unterschied ist von der Farbe her auf der Seite, aber das macht jetzt nichts. Vom Verdeck, das ist das Fritzmeier, das ich vom 800er, von dem Prototyp, ausgebaut habe und habe es da mit eingebaut. Habe das Ganze mit Simple IC ausgestattet. Finde, das schaut ganz gut aus, wenn man so ausschaut. Jetzt steigen wir nochmal ein. Schauen wir uns einmal an. Also, da sind die Kreiseln, Funktionen, Tier, passt. Die Seitenplanen kann man auch wieder. Das Fenster funktioniert natürlich auch. Jetzt fahren wir einmal dahinter. Da habe ich einen Spritzmittelbehälter da. Den füllen wir jetzt gleich einmal auf. Ich habe jetzt da richtig Bock, dass ich mit dem Gespann einmal das Spritzen ausprobiere. Ich hoffe, dass das Filmteam dann auch gescheit mitfilmt, dass es einmal ein paar saubere Luftaufnahmen gibt. Da. Und jetzt fahren wir einmal aufs erste Feld 4. Ein paar Fleckhand, da ist der Wurz ausblieben. Sind keine großen Steine, aber ein bisschen Lebs ist auf dem einen Feld und auf dem anderen Feld. Da ist er ursprünglich eigentlich überhaupt ein Wurzanbau gewesen, aber den hat es mir gefriert. Der ist total kaputt gewesen, das habe ich nochmal gruppern müssen. Und habe es dann nochmal neu angebaut und habe dann einen Wurz gebaut. So. Und würde ich sagen, fahren wir jetzt da mal gleich links in das erste Feld ein. Gehen wir dort nehmen, also fahren wir rum. Fahrgassen sind auch soweit in Ordnung. Du wirst dort mit dem 15 Meter Gestänge eigentlich genau passen. Jetzt klappe ich es einmal aus. Schauen wir nochmal aus von hinten, schauen wir es uns von außen nochmal an, ist es ausgeklappt. Das Spritzen ist jetzt natürlich nicht 1 zu 1 Originalholder, aber im Großen und Ganzen zumindest von der Farbe her und auch von der Form stimmt in etwa. Ich habe ein paar angeschaut, das kann man schon so weit vereinbaren. Und jetzt würde ich sagen, spritzen wir einmal ein wenig. Und das Ganze schlage ich vor, machen wir einmal ein kleines bisschen im Zeitraffer, damit wir wirklich die zwei Felder schaffen. Und dazu wünsche ich jetzt dabei viel Spaß beim Zuschauen.
So, jetzt haben wir dann ging gleich leer. Jetzt fahre ich da noch vier. Und dann wird es eh schon vielleicht zum neu auffüllen werden. Mal schauen, ob ich da noch bis da vier komme. Ich hoffe es zumindest. Das ist halt alles wunderbar hier. Das gefällt mir gut mit dem Kleinen da. Ich bin gespannt, wie das mit dem Kunstdüngerbau wird. Ich hoffe, dass das auch gut funktioniert. So, und schon sind wir leer. Ich glaube, dann fahre ich jetzt wieder einen Hof rein und fülle neu auf. Und dazu würde ich sagen, wir sehen uns am Hof fahren wieder. Bis gleich. So, da sind wir. Dann füllen wir jetzt wieder auf. Ich bin gespannt, ob wir in der zweiten Spritze fahre ich dann das zweite Feld auch gleich mitschaffen oder ob ich nur mal was brauche. Jetzt machen wir nochmal ein wenig eine Nahaufnahme, wo das Gespann nochmal richtig schön sägt. Gefällt mir ganz gut, also super. Der Eicher an sich ist eigentlich ein Top-Mod. Jetzt einmal ein Büttel machen. Was ich bis jetzt schon gefunden habe, dass kein Verdeck dazu eben gegeben hat. Jetzt habe ich mich eben mal selber hergesetzt. Das ist der erste Versuch gewesen und Gott sei Dank, es hat funktioniert. Also, wenn da von euch auch wer Bock hat, kann ich eigentlich nur rum, probiert es, so schwer ist es gar nicht. Das haut schon hier nur Mut. Und dann könnt ihr egal das eine oder andere Verdeck auf dem Bullock aufbauen. Bin mir sicher, ihr schafft das. Jetzt mache ich das Fett da noch vierte. Dann kann man das auch noch ein wenig schmerzen, was so in nächster Zeit alles dann passiert. Also das nächste ist jetzt dann noch das Maisbau. Ich habe noch zwei Felder, wo ein Maisanbau gehört. Die können aber auch die Felder so weit vorbereitet. Es gehört nur Gülle drauf gefahren, weil das ist natürlich im Herbst nicht gegangen. Und dann gruppert man nochmal. Guckert heuer im Herbst schon gehabt. Dann kommt der Mais drauf. Dann wird es eh schon so, dass es einmal zum Heim wird, wenn es wieder mitspielt. Ich hoffe, dass es wieder mitspielt. So, jetzt haben wir da das Restl, was vorher da war. Haben wir da vier wieder am Feldrand. Vorne auf der Straße am Vierer. Und wenn wir schnell einklappen, dann auch. Genau. Dann können wir irgendwas umfahren. Wenn man nicht nimmt, ganz gut. So, dann haben wir jetzt da noch das kurze Randteil. Dann haben wir mit dem ersten Feld eh schon fertig. Und beim zweiten, das ist eigentlich, um es keiner lernen, jetzt hoffe ich doch, dass wir die Spritzmittel gelangt, aber naja, wenn es ist, muss ich halt nur mal heimfahren. Jetzt klappt man wieder raus. Genau. Da geht's los. Super. Und an der Stelle schlage ich nochmal vor, gehen wir wieder nochmal in Zeitraffer
Und ich melde mich dann später auf dem zweiten Feld nochmal. Viel Spaß beim Zuschauen dabei. So, jetzt habe ich wieder nur ein bisschen Obst drin, so wie es ausschaut. Meine, ich schaffe es nicht ganz mit der Spritze voll. Da werde ich mir noch ein kleines bisschen holen müssen, aber das mache ich dann später allein. Das verspritzt mir jetzt nur und dann fahre ich heim. Ich habe ein paar andere Sachen auch zum tun, die wo ich zuerst erledigen muss, und dann werde ich den Rest noch fertig spritzen. Ich schätze, dass jetzt da nicht einmal ganz bis aufgekommen, aber das ist jetzt auch kein Problem. Da mache ich dann später einfach weiter. So, und schon ist leer. Okay, klappe ein und dann fahre ich jetzt heim. Der erste Test mit dem Gespann hat auf alle Fälle jetzt super hingehauen. Bin ich zufrieden damit. Ich hoffe, dass Enk auch ein bisschen gefallen hat.
Das Untergrößbach-Projekt ist ein wenig eine Mischung aus einem normalen Single-Let's Play mit einer kleinen Story, aber eben auch ein wenig, was die ersten Modding-Versuche von mir betrifft. Das werde ich in dem Projekt alles ein bisschen so mit einbauen. Schreibt es mir in die Kommentare ein, was hältst du davon, ob ich so also weitermachen darf. Da bin ich das schon ein bisschen interessiert. Und was wir da auf der Map alles ein wenig so ausstellen könnten. Parallel dazu, wie gehabt, natürlich unser Erlengrad, das läuft ganz normal weiter. Da wird es dann in den nächsten Tagen wieder Neuigkeiten geben. Ich darf jetzt sagen, wir haben heute das geschafft, was ich wollte. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. In diesem Sinne sage ich jetzt Servus für euch, macht es gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer Intal Gaming.